Nächste Übung ist eine Groove-Übung. Und zwar ist das so gedacht, dass wir jede Figur, also 1 von 4, 2 von 4, 3 von 4, 4 von 4, auf jeder Extremität einmal gehabt haben. Im ersten Durchgang würden wir es mit rechts auf dem Hi-Hat spielen. Es klingt natürlich sehr ähnlich wie vorher. Jetzt spielen wir aber die ganze Figur auf dem Hi-Hat spielen, nur mit der rechten Hand. Das Grundpattern bleibt, also das Grundmuster zwischen 1 und A, 3 und A, 3 und A, 4 und A. Bassnähe bleiben. Alle Figuren werden jetzt mit rechts auf dem Hi-Hat gespielt. Wir starten wieder mit der Zahl. 1 und A, 3 und A, 3 und A, 4 und A. Dann das E. 1 und A, 3 und A, 3 und A, 4 und A. Dann das Und. 1 und A, 3 und A, 3 und A, 4 und A. Und das A. 1 und A, 3 und A, 3 und A, 4 und A. 2 von 4. Zahl Und. 1 und A, 3 und A, 3 und A, 4 und A. E A. Zahl E. 1 und A, 3 und A, 3 und A, 4 und A. E und 1 und A, 3 und A, 3 und A, 4 und A. Und A. 1 und A, 3 und A, 3 und A, 4 und A. Zahl A. 1 und A, 3 und A, 3 und A, 4 und A. 3 von 4. Zahl E und. 1 und A, 3 und A, 3 und A, 4 und A. Zahl und A. 1 und A, 3 und A, 3 und A, 4 und A. E und A. 1 und A, 3 und A, 3 und A, 4 und A. Zahl E. A. Und alle vier. 1 und A, 3 und A, 3 und A, 4 und A. Das ist der erste Teil, bezogen auf die rechte Hand, umgesetzt auf dem Hi-Hat.